Niemand zu Hause. Aber wir scheinen noch nicht hier gewesen zu sein. Ja, abgeschlossen. Heiltrank, den können wir noch immer gebrauchen. Vor allem, wenn wir gleich uns mit dem Chef hier anlegen. So. Da ist die Chefhütte. Gucken wir noch kurz hier unten hin. Und rein da. Auch leer. Schaut so aus, als wenn wir fast alle Banditen umgebracht hätten. Außer es halten sich in dem Chefzelt noch ein paar auf. Kurz nach Fallen gucken. Was auch anzunehmen ist, weil der Chef wird nicht ohne eine Leibgarde da in seinem Zelt sein. So, knacken. Oh, Feuerball. Schön, 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 schön. Die kann Immungen haben. Und sie lootet die Feuerbälle. Oder den Feuerball. Hoffentlich klappt das Transferieren in ins Zauberbuch. Denn Feuerball ist super. Nein! Ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, Feuerball ist super praktisch. Vor allem, wenn man weiß, wo man es genau hinwerfen muss. Man kann ja so ein bisschen abschätzen, wo die Gegner hinlaufen werden. Den gleich so einen ganzen Trupp auf einmal erwischen, ist vorbei mit denen. Macht nämlich auch richtig gut Schaden. So, hier noch ein paar lose Banditen. Aber, ja, sollte ich echt ein Tatsachszelt. Wir sind hier sogar durch. So, Karl hat nochmal das da. Jetzt geht's zum Zelt. Da ist der Haupteingang. Speichern wir nochmal richtig ab. LP30. So. Und stellen wir uns dem Ogerhäuptling. Tatsächlich war doch ein Oger, ne? Ja. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Ist mir egal, wer ihr seid. Wer einen Schritt in Tatsachs Zelt setzt, wird einen Kopf kürzer gemacht. Dann holt mich, denn ich beabsichtige nicht umzudrehen. Holt mich? Na gut. Euer Tod, ihr Würmer. Na, schauen wir mal. Oh, ein Magier ist nie gut. Gleich Geschosse drauf. Immun auch ihren Stab. Und seine Illusionen sind immer noch da. Noch ein Hauptgoblin dazu. Düner, hier benutzt man dein Gift verlangsamer auf ihn. Du schießt auf den Magier und Jahira segnet die Gruppe. Ah, Furcht. Und Jahira, die Furcht bannen kann, hat es auch erwischt. Das ist ärgerlich. Na gut, magisches Geschoss auf den Magier. Minsk und Khaled bleiben auf dem da drauf. Oh, oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir kommen gleich nochmal. Aber ich würde schon ganz gerne Gerogon wieder kontrollieren. Und dann stirbt er gleich. Oder zumindest Jahira. Keine Geschosse mehr. Na gut, schießt wir mal. Hoffen wir das Beste. Und Khaled, geh mal auf den Magier. Vielleicht kannst du ihn unterbrechen. Wo ist der Chef? So, Kontrolle haben wir wieder. Super. Heil dich. Du heil Minsk. Und
alle auf den da. Ja, der kriegt keinen Zauber mehr durch. Ich wollte ich gerade sagen und er hat es trotzdem geschafft. Ufala. Okay, schnell hochheilen. Aber der Chef scheint nicht zu Hause zu sein. Dafür jemand, der uns nicht angreift. Oh. Und solange er es nicht angreift, können wir uns hier heilen. Ihr beiden kommt mal rein. Hm. Und vielleicht ist Tatsuki auch geflohen. Ich meine, genug Zeit gelassen haben wir mir. Sprechen wir mit ihm hier. Schwierige Zeiten stehen uns bevor. Die Zeit ist also gekommen, ja? Zeit für was? Erklärt euch. Meine Ermordung, was sonst? Ihr gehört aber nicht zu ihm, oder? Nein, dann würde ich seinen ranzigen Atem an euch riechen. Außerdem haben wir gerade seine Leibwache umgebracht, das heißt, wir gehören wahrscheinlich nicht zu ihm. Ihr habt recht, wir sind nicht Tatsuks Lakaien. Was ist hier los? Nee, seid ihr nicht. Das Problem hier ist, dass der ganze Ort durch und durch schlecht ist. Das sind keine gewöhnlichen Räuber. Sie sind halb schwarze Krallen und halb kalte Hände. Eine halbmenschliche Bande, hauptsächlich Hobgoblins, deren Anführer dieser unheimliche Ardenor Crush ist. Den haben wir wahrscheinlich schon umgebracht. Anderswo sieht es auch nicht besser aus. Nehmt doch nur den Priester Malahay, der ausgesandt wurde, die Minen von Nashkel zu vergiften. Malahay haben wir ja auch schon erledigt. Da haben wir die Briefe gefunden, die uns hierher geführt haben. Er hat sich selbst als wiedergekehrter Koboldgott eingeführt und die Legion von hirnlosen, bellenden Dummköpfen glaubt ihm und wird bereit, ihm bis zum Tod zu dienen. Molahe ist tot. Er arbeitete für Tatsok. So habe ich gehört. Die Frage ist, für wen arbeitet Tatsok? So macht man das. Habt ihr es gesehen? Crush und Taugots Kosan, der Anführer der Schwarzen Krallen, glauben beide, dass er unter dem Befehl der Zentarim steht. Tatsok unternimmt auch nicht gerade viel, um sie von diesem Verdacht abzubringen. Doch die Schwarzen Krallen und die Kalte Hand sind Räuberbanden. Versteht ihr das jetzt? Sie bereisen die Handelsstraßen und meiden die Städte. Und genau da liegt der Fehler. Ich stamme aus Baldur's Tor und ich kann euch mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Zentarim da nicht dahinter stecken. Wie könnt ihr da so sicher sein? Ich trage nicht nur Schuhe mit weichen Sohlen, um keinen Lärm zu machen, sondern auch um festzustellen, wenn ich auf die Füße trete. Ich habe mich nicht mit den Zentarien angelegt. Ich habe mir meine Feinde ausgesucht und nur gegen eine einzige Gruppe gekämpft, den Eisenthron. Und nun sitze ich doch tatsächlich als Tatsoks persönlicher Gefangener hier. Okay, also scheint dieser Eisenthron dahinter zu stecken. Der ist in Baldur's Gate, also Baldur's Tor, aktiv, wo er ja auch herkommt. Der Eisenthron, wo finde ich den? Tatsok hat den Mantelwald in letzter Zeit regelmäßige Besuche abgestattet. An deiner Stelle würde ich da anfangen. In dieser Truhe sind auch ein, zwei Dokumente, die einen Blick lohnen. Und jetzt tritt den Leuten auf die Füße, okay? Und du kannst ihnen sagen, dass Ender Sei dich schickt. Na gut, dann geh mal. Wir schauen uns hier weiter um. Das heißt, der Eisenthron steckt hinter der ganzen Angelegenheit. Oh, eine Falle. Er ist wahrscheinlich in Baldur's Tor hauptsächlich angesiedelt, operiert aber gerade im Mantelwald, wo auch immer der Mantelwald ist. Und Tatsok ist öfters in den Mantelwald gereist. Hm. Das heißt, daran könnte er auch geflohen sein. Nun gut, schauen wir uns hier weiter um, suchen die Dokumente und dann müssen wir den Mantelwald finden. Wow, 2000 Goldmünzen und Zaubersprüche. Döner hier. Diesmal bitte nicht fehlschlagen. Stinkende Wolke. Konnte sie nicht kopieren. Aganazars Hexerei. Na also, wenigstens etwas. Das wäre... Ah, für Stufe 2 was Praktisches endlich mal. Das kann alles weg. Und dreimal den. Auch wenn man mit dem vorsichtig sein muss, weil man kann auch seine Kameraden damit treffen.
So, was haben wir hier noch? Dokumente. Und Alp. Das ist schon der dritte Zauber, der jetzt fehlgeschlagen ist. Aber gut, lesen wir die Dokumente. Tatsok, ich habe festgestellt, dass sich eure Eisenlieferungen in letzter Zeit verzögern. Wir benötigen dringend eine weitere Tonne Eisenerz. Verstärkt eure Überfälle und liefert innerhalb der nächsten Woche eine Ladung an unseren Stützpunkt im Mantelwald. Okay. Bevor man uns ein Ultimatum stellt, müssen wir einen möglichst größten Vorrat an Eisenerz anlegen. Außerdem möchte Sarabok, den Namen haben wir noch nicht gehört, wissen, was mit dem Söldnertrupp geschehen ist. Wurden sie getötet? Ihr tätet gut daran, sicherzustellen, dass dies geschehen ist, denn Sarabok würde sicher sehr ungerne gegenteilige Nachrichten hören. Daveon. Okay, also dieser Daveon erteilt auf jeden Fall schon mal Befehle, aber anscheinend für Sarabok. Was steht im zweiten Brief? Molahey und Tazuk haben sich als bloße Marionetten erwiesen. Der wahre Drahtzieher dieses langsam Gestalt annehmenden Geheimnisses ist euch immer noch unbekannt. Eines ist jedoch gewiss, jemand hegt den ganz persönlichen Wunsch, euch tot zu sehen. Doch ihr wisst nicht warum. Eure Suche nach Antworten geht weiter und der unheilverkündende Mantelwald ist euer nächstes Ziel. Naja, ganz unwissend sind wir ja nicht, wer es sein könnte. Dieser Daveon wird erwähnt in dem Brief, also der schreibt ihn ja schließlich. Und ein Sarabok, in dessen Befehl er handelt. Also könnte es einer von den beiden sein. Aber gut. Der zweite Brief sagt: Tazok, ich hoffe, die Dinge verlaufen ganz nach eurem Wunsch. Ich schreibe euch, um die Anwesenheit von unseren Vorgesetzten weiterzuleiten. Mir wurde gesagt, dass ein kleiner Söldnertrupp dem Eisenthron in Zukunft Schwierigkeiten bereiten könnte. Das könnten wir sein. Ihr sollt dafür sorgen, dass sie keine Möglichkeit haben, unser Unterfangen zu vereiteln. Sichert euch die Dienste des Mörders Nimbul. Ihr werdet es nicht bereuen. Daveon. Nimbul. Ist das der, der uns in Nashkel überfallen hat? Das könnte sein. Also haben wir ihn auch schon erledigt. Wir haben schon ganz schön viele Leute umgebracht, kann das sein? Na gut. Inventar ist proppevoll. Schauen wir weiter nach Fallen und ob hier noch irgendwas ist. Ja, da ist noch eine Tonne. Da auch noch. Die haben wir auch noch nicht geplündert. Na gut. Die ganzen Briefe könnten wir eigentlich mal wegschmeißen. Und die Fläschchen mit Flüssigkeit brauchen wir wohl auch nicht mehr. Das waren die Gifte, die das Eisenerz schlecht gemacht haben. Ja, Tazok hat Nimbul angeheuert. Das steht in dem Brief hier drin. Das kann also auch weg. Kopfgeld ausgesetzt, müssen wir auch nicht mehr unbedingt wissen. Die Schriftrolle behalte ich erstmal. Wir wissen immer noch nicht, wo die Marianne oder der Rühe ist. Transik. Das ist ein Brief von Tazok, kann auch weg. Also, vom rollenspielerischen Aspekt, ich schmeiß die Sachen jetzt nicht weg. Weil eigentlich könnte man sie ja noch gebrauchen, wahrscheinlich als Beweismaterial. Aber als Spieler brauche ich Platz in meinem Inventar und die sind sinnlos. Molahey, ja, kann auch weg. So. Khaled hat noch Platz. Und was haben wir hier? Achso, die neuesten Briefe, die behalten wir nochmal. So, Khaled. Da. Na? Oh, 340 Gold, mal so eben in einem Leinsack gefunden, ist doch nicht schlecht. Nix. Oh, was haben wir hier? Söldnergilde der Schwarzen Krallen. Das ist also deren Wappen. Kalte Hand mit Waffengewalt. Na gut. Und noch ein Trank. Das war's jetzt aber hier, ne? Achso, genau, die Leichen von denen noch.
Heiltränke, ein paar Sprüche, die ich nicht wirklich häufig benutze und eine Robe. Was ist mit dir genau? Oh, der ist praktischer Zauberspruch. Schmuck ist auch immer gut. Und Zöpfe bringen 50 Goldmünzen. So. Jetzt sind wir aber sowas von proppenvoll. Wir müssen ab in die nächste Stadt. So. Das mache ich dann mal wieder im Zeitraffer. Also ich mache mich auf nach Beregost. Werde da unterwegs erstmal ein bisschen schlafen und hochheilen. Und dann sehen wir uns beim Händler wieder.